Lass uns mal über die eine Sache sprechen, die, wenn wir uns die als erwachsene Person wieder aneignen, vieles im Leben erleichtert. Was meine ich damit? Was haben wir als Kinder alle gemacht? Wir sind morgens aufgestanden und konnten es nicht erwarten, in den Tag zu starten. Wir waren ganz neugierig, was der neue Tag uns bringt. Wir waren ganz neugierig, was wir heute kreieren, was wir erschaffen können. Wir wollten die Welt entdecken. Wir wollten Neues entstehen lassen und haben uns um nichts anderes Gedanken gemacht. Ja, ab einem gewissen Alter im Erwachsenen-Dasein, im sogenannten Erwachsenen-Dasein, haben wir natürlich alle, egal jetzt in welchem Bereich wir beruflich auch unterwegs sind, gewisse Dinge, die einfach getan werden dürfen, um die wir uns einfach kümmern dürfen. Ja. Die andere Seite, und das ist etwas, was ich lange, lange nicht verstanden habe, wo mein System rebelliert hat, wie sollte das funktionieren, ist aber auch wieder in diese kindliche Energie reinzugehen, in dem Sinne, dass wir uns führen und leiten lassen. Weil das ist das, was wir als Kind ganz intuitiv gemacht haben. Wir haben einen Impuls bekommen, wir wollen jetzt mit der Barbiepuppe spielen. Wir haben einen Impuls bekommen, wir wollen jetzt in den Sandkasten. Wir haben einen Impuls bekommen, wir wollen jetzt mit unserer Lego-Burg spielen. Wir haben einen Impuls bekommen, wir wollen dies und jenes und das und das. Und so sind wir ja bis zum gewissen Alter, wo uns das natürlich aufgrund von äußeren Gegebenheiten, nicht jetzt zum Bewerten oder Beurteilen, nur zum Bewusstmachen, bis uns das abtrainiert wurde. Bis man uns gesagt hat, unter anderem, mach doch mal eine Sache fertig. Du kannst nicht jetzt das machen und das machen und das machen. Mach doch mal eine Sache fertig. Bring doch mal eines zu Ende. Und wir haben gelernt, wir müssen anderen es recht machen. Wir haben gelernt, auf tiefster Ebene, nur mal zum Bewusstmachen, so wie ich bin, so bin ich nicht in Ordnung. Die anderen, die machen das anders und ich muss das auch so machen wie die anderen. Ja? So, wie können wir jetzt diesen Transfer bekommen ins jetzige Erwachsenendasein, wo natürlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise sich auch in seinem Alltag gefangen fühlt, egal was man gerade beruflich macht. Ob du deinen Seelenberuf schon ausübst, ob du deinem Seelenplan schon zu 100% folgst, oder ob du noch Dinge machst, wo du sagst, erfüllt mich nicht mehr, lässt mich morgens nicht mehr voller Freude aus dem Bett hüpfen, wie das bei mir ja auch vor vielen Jahren am gewissen Punkt einfach mal war, wo ich mich immer mehr unzufrieden, fehl am Platz am Schreibtisch gefühlt habe und gedacht habe, irgendwie muss mehr in meinem Leben möglich sein. Also egal, wo du gerade stehst, wir dürfen uns erlauben, wieder viel mehr mit dem universellen Feld zu kommunizieren, präsenter zu sein im Hier und im Jetzt und vor allem im Alltagsbewusstsein präsent zu sein, damit wir diese Impulse, die wir bekommen, auch wahrnehmen, auch annehmen und aufnehmen können. Und diese Impulse, die wir vom universellen Feld dann bekommen, denen gilt es zu folgen. Das ist im Grunde genommen die eigene Schritt-für-Schritt-Anleitung, was das Universum, wir können auch unsere Schutzengel, wir können auch Gott oder welchen Namen wir dieser Instanz auch immer geben. Das ist ja alles nur der Versuch, mit unserer menschlichen Sprache, dieser Energie, mit der wir ja alle verbunden sind, ob wir das wollen oder nicht, das ist ja alles nur Teil des Ganzen, einen menschlichen Namen zu geben. Das ist das, diese Impulse, die du empfängst. Das ist im Grunde genommen deine eigene Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dich mehr und mehr auf deinen eigenen Herzensweg zu geben und mehr dich dem Leben und dem, was dich selbst ausmacht, hinzugeben, um mehr und mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben. Der Unterschied jetzt auch nochmal zum Bewusstmachen. Als Kind hatten wir keine Verknüpfung und keine Ansichten, wie etwas zu sein hat. Oder wenn ich jetzt aufhöre, mit meinen Legos zu spielen und beginne, mit meiner Barbie zu spielen, dann passiert das und das.
Wir hatten da keine Verknüpfung. Wir sind einfach unserer Freude gefolgt. Und das gilt es im Erwachsenendasein mehr zu integrieren wieder. Mit dem universellen Feld kannst du kommunizieren wie mit einer besten Freundin. Du empfängst Impulse, indem du auch in der Frage bist zum Beispiel, was ist mein nächster Schritt? Schick mir einen klaren Impuls, sodass ich es auch wirklich erkenne und verstehe. Und diese Impulse aus dem universellen Feld, die kommen auf unterschiedlichsten Wegen zu dir. Ich halte mich jetzt hier zurück mit Beispielen, um deinem Kopf kein Futter zu geben. So und so muss das passieren. Aber wenn du präsent bist im Hier und im Jetzt, dieses universelle Feld, diese große, ich sage es jetzt mal, allumfassende Energie, die kommuniziert ständig mit uns, die kommuniziert ständig mit jedem und die kommuniziert auch mit dir. Das ist zum einen der Grund, warum du das Gefühl hast, in deinem Leben muss mehr möglich sein als das, was du gerade lebst. Das ist der Grund, warum du ansatzweise auch Ideen hast von einem viel freieren Leben, aber bis eben noch nicht da bist, wo du eigentlich hin möchtest. Warum? Schwarz-weiß betrachtet, weil du den bisherigen Impulsen, die du bekommen hast, nicht gefolgt bist. Und weil wir da einfach eine Verknüpfung haben, wie etwas zu sein hat und wie etwas sein muss im jetzigen Erwachsenendasein, kann man natürlich bewerten und beurteilen. Wir bekommen eine Idee, irgendeinen Impuls und sagen, oh nee, um Gottes Willen, das kann ich ja jetzt nicht machen, dann passiert das und das. Das ist im Grunde genommen der einzige Grund, warum jemand, möglicherweise auch du, noch nicht in dem freien Leben bist, wo du eigentlich hin möchtest. Das ist unbequem in die Richtung zu gehen, aber das ist deine eigene Herzensschritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn man natürlich jemand an seiner Seite hat, bin ja auch irgendwann mal hingegangen und habe gesagt, so jetzt höre ich auf, das alleine hinzukriegen. Jetzt hole ich mir jemanden an meine Seite. Dort sind, wo ich hin möchte, die können mir ja den Weg zeigen, wie ich auch dahin komme. Das hat natürlich vieles verleichtert. Das war die Abkürzung und der Turbo schlechthin, außer Frage. Deshalb Ermutigung für dich heute. Folge den Impulsen, die du vom universellen Feld bekommst. Du darfst dich darin üben, präsenter im Hier und im Jetzt zu sein, damit du auch die Impulse wahrnimmst. Das geht natürlich gerade im Alltagsbewusstsein, indem du ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auch wieder auf deinen Körper richtest, auf deinen Atem richtest, bewusster, präsent im Hier und im Jetzt bist und auch nochmal mit so einer kindlichen Neugierde in den Tag startest. Ich bin mal gespannt, liebes Universum, lieber Gott, lieber Schutzengel, wie gesagt, egal welchen Namen du dieser Instanz geben möchtest. Ich bin mal gespannt, welche Informationen und Impulse du mir heute schenkst. Was für Geschenke heute für mich bereitstehen, was für Ideen ich heute bekomme. Ja. Und so deinen Tag beginnen, neu zu gestalten, bewusster zu sein, in der Kommunikation zu sein. Wenn du den Turbo einsetzen möchtest, dann, ja, hol jemand an deine Seite, der oder die dort ist, wo du hin möchtest. Nimm auch gern Kontakt zu mir auf oder schau dir das kostenfreie Videotraining an, was es dazu auch gibt. Da teile ich noch drei Learnings, drei essentielle Schritte, die ich ja auch mal gegangen bin, um in das freie Leben zu starten. Und beginn wieder viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben, ins Hier und ins Jetzt, in deinen jetzigen Tag zu integrieren. Mit allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und schon wirst du merken, wie du mehr und mehr dich in die Richtung begibst und bewegst und wundersame Dinge auch in deinem Leben geschehen, dass du da mehr und mehr ankommst, wo dein Herz, deine Seele dich einfach hinführen möchten. In diesem Sinne, mit wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du das umsetzen?